Wie kann man ganz einfach eine Stereodatei in zwei Monodateien aufteilen oder umgekehrt aus zwei Monodateien eine Stereodatei machen? In Studio One ist diese Funktion ziemlich gut versteckt, warum auch immer, aber ich verrate dir heute trotzdem, wo du diese Funktion findest, damit du demnächst aus deiner Stereodatei ruckizucki zwei Monodateien machen kannst oder eben auch umgekehrt. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und oft sind es im DAW-Alltag ja die kleinen Funktionen, die man so vermisst oder wo man nicht weiß, wo man danach suchen muss. Und so ist es in Studio One auch bei der Umwandlung von Stereodateien in zweimal Mono oder auch umgekehrt. Hin und wieder passiert es ja mal, dass man zwei Monosignale in einer Stereodatei aufnimmt, wie zum Beispiel bei so einem Podcast, den man mit so einem Field-Recorder aufnimmt oder bei einem Interview zum Beispiel, bei dem man dann einen Sprecher links und einen Sprecher rechts hat. Zur weiteren Bearbeitung der einzelnen Stimmen wäre es natürlich klasse, wenn man die dann mono in einer Monodatei vorliegen hätte, die man dann jeweils auf einer eigenen Spur dann auch separat bearbeiten kann. Und umgekehrt nimmt man dann mal auch hin und wieder eine Stereoquelle auf zwei Monospuren auf, das heißt so ein Overhead zum Beispiel von einem Schlagzeug nimmt man auf zwei Monospuren auf, hätte die dann aber doch lieber zusammen in einer Stereospur, um sie dann der Einfachheit halber später zusammen bearbeiten zu können. Du siehst, es macht also durchaus Sinn zu wissen, wo diese Funktion zu suchen ist, und wir gehen jetzt mal in die Session, damit ich dir genau zeigen kann, wie es in Studio One geht und vor allem, wie einfach das Ganze ist. Und wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt schon, ne? Zweimal auf Daumen nach unten klicken und hier schnell auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal zusammen in die Session und guck mal, wie einfach das zu machen ist. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und alles, was wir für die versteckte Funktion brauchen, ist eigentlich nur der Einfachheit halber ein Ordner in unserem Dateisystem, wo wir Dateien mal so zwischenlagern können. Und dazu öffne ich mal mit dem Druck auf die Taste F5 oder mit einem Klick hier unten rechts auf Browse, kannst du das auch öffnen, öffne ich mal meinen Dateisystem und bin jetzt hier gerade im Ordner von meiner Studio One Installation. Ich erstelle mal kurz einen Ordner hier mit einem Rechtsklick auf den Hintergrund, kann ich hier einen Ordner erstellen. Mit einem Klick darauf wird dann der Ordner angelegt und der heißt dann hier in diesem Fall temporär. Ich vermeide Umlaute, damit es da keine Probleme geben kann, sollte, immer mal wieder Probleme mit Umlauten, deswegen lasse ich sie einfach weg, lege ich den Ordner temporär an und damit ich den direkt öffnen kann und ein sauberes Dateisystem habe, klicke ich nochmal mit der rechten Maustaste auf den Ordner drauf und kann dann hier neues Tab für diesen Ordner anwählen. Wenn ich das klicke, entsteht hier oben rechts ein neuer Tab, den ich auswählen kann. Hier kann ich meine Studio One Installation wählen, hier kann ich den Temporärordner auswählen und habe jetzt hier ein leeres Fenster, damit ich die Übersicht nicht verliere. Wir haben ja auf der linken Seite in der Session haben wir ein Schlagzeug, ich spiele das mal kurz ab, damit du hören kannst, wie die Overheads zusammen klingen. Zwei Overheads, die hier auf ihren eigenen Kanälen jeweils nach links und rechts außen gepannt sind. Und die möchte ich jetzt in einer Stereodatei haben. Das heißt, ich markiere jetzt für meinen Trick einfach mal die beiden Dateien und ziehe die jetzt einfach stumpf hier in meinen Temporärordner rein, lasse los und dann habe ich die beiden Dateien hier rüber kopiert. Die sind also aus meiner Session nicht verschwunden, sondern einfach nur rüber kopiert. Und jetzt muss ich die einfach nur noch markieren. Du merkst, ich habe viel einfach gesagt, weil es einfach wirklich so simpel ist. Ich klicke mit der rechten Maustaste drauf und kann dann hier auswählen, in Stereodatei zusammenfassen. Pupp, mache ich mal. Und wie du hier siehst, ist hier dann auch direkt die Overhead-Datei angelegt. Und rechts und links ist sogar vom System direkt weggeschrieben worden. Das heißt, die Datei heißt jetzt Overhead. Und ich muss sie jetzt eigentlich nur noch rüberziehen hier in meine Installation, beziehungsweise in meine Session. Und habe dann hier den Ordner mit der Stereodatei drin. Das war es im Prinzip auch schon. Also rüberziehen, Rechtsklick, in Stereodatei wieder zurückziehen. Und zack, hast du es in deiner Session auch schon drin. Jetzt kann ich mit einem Klick auf die beiden Dateien und mit Shift-T oder mit Hochstell-T die beiden Dateien löschen. Habe jetzt nur noch meine Stereo-Overheads und kann hier in der rechten Seite auch in unserem Temporär-Ordner die drei Dateien direkt wieder löschen, weil ich sie nicht mehr brauche. Mache ich mal mit einem Klick auf Entfernen oder hier Datei löschen, dann sind die auch schon gelöscht. Du brauchst keine Angst haben, dass die Dateien verschwinden, weil die Datei, die du jetzt erzeugt hast und auch die beiden Mono-Dateien bleiben in deiner Session drin, das heißt, die verschwinden nicht, die sind immer noch zwischengespeichert. Umgekehrt ist es so, wenn du eine Stereodatei vorliegen haben solltest, wie zum Beispiel hier diese Sprachaufnahme, die ich von Björn und mir gemacht habe für unseren, für ein Review. Hören wir mal kurz rein. Björn, ich würde sagen,
Vaters Band ab. Womit starten wir heute? Eine Mixkritik, die wir im Recording-Blog Premium-Bereich gemacht haben. Das heißt, wir hören uns in diesem Zusammenhang, hören wir uns Musik an und kritisieren die. Falls du dich dafür interessierst für den Premium-Bereich im Recording-Blog, kann ich dir das hier gerne auch mal hier oben einblenden. Und dann findest du mal einen Link, damit du weißt, was es damit auf sich hat. Aber wie du schon siehst, auf der rechten Seite spricht Björn, der ist deutlich leiser aufgenommen als ich auf der linken Seite. Deswegen möchte ich jetzt diese Stereo-Datei in zwei Mono-Dateien verwandeln. Und der Trick ist genauso wie gerade. Das heißt, ich nehme meine Stereo-Datei hier rüber in den Temporär-Ordner und lass ihn kurz rüber kopieren, dann mit der rechten Maustaste draufklicken und dann kann ich hier in Mono-Datei aufteilen auswählen. Also das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten, klicke ich mal drauf und dann kommen dabei zwei Mono-Dateien raus. Eine für links und eine für rechts. Und die kann ich jetzt wieder in meine Studio One Session reinziehen. Machen wir mal. Links und rechts reinziehen. Kann die hier reinziehen und schon haben wir hier beide jetzt separat vorliegen und ich kann die jetzt hier, wenn es mit dem Zoom auch mal klappen sollte, dann nehme ich einfach den Klick hier drauf, wenn es mit dem Zoom klappt. So, dann kann ich die jetzt separat bearbeiten und vor allem benennen. Das hier bin ich, Jonas, und das hier ist Björn. Und schon kann ich beide separat bearbeiten und habe überhaupt kein Problem, dann mit diesen einzelnen Spuren zu arbeiten. So simpel, so einfach ist das und dann kann ich natürlich wieder das aus dem Temporärordner löschen, hier mit einem Entfernen-Klick und zack, habe ich auch keinen überflüssigen Datenmüll produziert. Bingo, das ist es also. Von Stereo in Mono, von Mono in Stereo, einfacher geht's eigentlich gar nicht. Warum dieser Umweg notwendig ist, keine Ahnung, aber so geht's ja auch relativ zügig. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Ausprobieren oder zumindest bei der Zeitersparnis, die du dann hast, wenn du diese Funktion findest, also zumindest hier im Kanal findest. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yesu!